vor allem die Kinder lernen, was ihre Rechte sind. Die wissen verdammt nochmal überhaupt nicht, was ihre Rechte sind. Ein Kind zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, hat Recht auf seine eigene Meinung. Also wenn ein Kind etwas sagt und das wird weggelacht oder weg, soll nicht sein. Er hat das Recht, das zu sagen. Und in vielen Schulen ist das natürlich Utopie beinahe. Mozart war doch auch ziemlich früh, wusste er mehr als sein Musiklehrer. Weil ich glaube, wenn man die Kinderrechte respektiert, dann haben wir eine andere Welt. Dann gibt es keinen Hunger mehr, dann gibt es keinen Kriege mehr, dann gibt es keinen Scheiß mehr. Weil, ich brauche die Kinderrechte nicht zu erklären, aber es hat die ganze Welt unterschrieben. Aber leider nur werden diese Rechte mit Füßen getreten. Und ich bemühe mich schon über 40 Jahre, um diese Rechte zu artikulieren für das Publikum. Sodass die verstehen, was es an Möglichkeiten gibt, juridische Möglichkeiten, ökonomische Möglichkeiten, Dialog, technische Möglichkeiten, um diese Welt in eine noch bessere Richtung zu schieben.